Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. Heute geht es explosiv zur Sache, denn wir spielen... Wow! Mario Kart vs. Super Mario. Kart nicht. Mario vs. Miniguns heißt das Ganze, dieser ganze Spaß hier. Und es geht darum, Leute hier von dem Ding holen. Oh, Alter! In den gepanzerten Kurumas mit ihren Karren hochfahren und die runtermetzen. Am besten ist natürlich in den Container zu fahren. Ja, dann kann man die schön runterballern. Ich bin mal wieder runtergeglitscht irgendwie. Ich stehe hier auf dem Boden. Ich habe jetzt mal eingestellt, dass man eigene Waffen und Explosives hat. Sonst ist das einfach utopisch, es zu schaffen mit den Miniguns nur. Weil die Kuruma, wie gesagt, gepanzert sind und die halten schon relativ viel aus. Aber jetzt hat er den letzten weggeholt. Ja! Aber Benny lebt noch. Boah, geiler Move. Okay, dann Benny. Wo bist du, Benny? Ja, bin voll am Start. Ja, voll am Start. Go, go, go. Die haben nichts gecheckt, ey. Die haben nichts gecheckt. Der Sarazar kommt hinter dir. Schnell, schnell, schnell. Nice. Alter, wie kannst du dein Auto einsteigen? Warum kannst du ein Auto einsteigen? Ich bin runtergeglitscht. Das ist doch voll unfair. Ja, wie soll ich den denn sonst kriegen im gepanzerten Fahrzeug? Du könntest jetzt rein durch 7 Minuten lang im Kreis fahren. Ja. Durch den Schlitz müssen wir den ballern. Ja, genau. Aber das schafft man nie, nicht wenn er in Bewegung ist. Hallo! Oh, ja! Der Alexander hat es ganz klar geklärt hier. Ja, einfach ausgestiegen. Und das geschieht ihm recht, dem Benji Boy. Da ist er erst. Was? Und, ja, das Benjamin. Ist, ist natürlich eine User-Generated Map, wie auch die letzten zwei. Ja? Mappe, du. Richtig schöne Mappe habe ich gemacht hier, du. Also richtig, ja, jetzt sind wir die Typen mit den Miniguns. Wer ist hier eigentlich im Team? Das habe ich jetzt gar nicht. Ja, du hast aber jetzt auch deine eigenen Waffen. Der Benny, ist nur der einzige Feind, ne? Ja. Hast du gehört? Ja, ja, habe ich gehört. Also alle Waffen am Start. Prima. Also das heißt, ja, das ist eigentlich so ein bisschen so Mario Kart Super Jump oder so. Ach, Benno, hör mal. Die Karte heißt eigentlich Mario vs. Miniguns. Genau, und die könnt ihr euch dann Rockstar Sozial Club runterladen. Ja, Mario Kart Super Kill passt wohl eher, ne? Ja, aber wieso, das ist Mario Bros. Ist doch sehr interessant. Das weiß ich auch nicht, ey. Okay, pass auf, die haben Explosives. Da fliegt schon die erste. Ah, scheiße, ich habe gar keine Muni für den Lenkraketenwerfer. Fick die Wand. Fuck the wall, Alter. Er wird natürlich nicht viel bringen. Einen hab ich. Die Grenades. Boah, nice. Alter. Boah, der Alexander rastet richtig aus. Hat aber auch Selbstmord gemacht. Nein. Der Rest schafft ihn uns hier auch. Nein. Nein. Ja, was hast du denn gemacht? Ich hatte noch den Fallschirm. Wie geil. Hey, ach, mit dem Fallschirm kam er da runter? Ja, theoretisch, ist mir gerade mal aufgefallen. Dann hätte ich ja gar nicht klitschen müssen. Boah! Scheiße. Boah. Ja, Mann! Nein, ich bin runtergeholt. Ja, das Problem ist, dass die Fahrzeuge der Autofahrer halt gepanzert sind und dementsprechend natürlich auch nicht so schnell kaputt gehen, trotz Explosions, trotz Lenkraketenwerfer und dem ganzen Schniggel. Und wenn ich da noch nicht mal Munition für das Kacke habe, ist das natürlich ziemlich dämlich. Durchaus, oder? Ja, man muss halt durch den Schlitz das ist noch viel weniger, Alter. Das sind viel, viel mehr. Jetzt jammer mal nicht, hör mal. Ja, ist ja voll unfair. Ey, das geht. Aber nicht so sonderlich ausgeglichen, oder? Geht ja mal gar nicht. Das, ja, ich als deutscher Staatsbürger sage, das ist nicht richtig. Das geht ja mal gar nicht, Bürokratie for the win. Alright. Let's do this again, guys. Wer ist denn, du bist auch bei mir im Team, Dennis, ne? Ja, ja, klar, wir haben schon gewonnen. Du bist mein kleiner Schnucki, ne? Hör mal, ich hab ein Biffi auf der Brust, ey, das reicht schon. Hätten wir eigentlich mal 6 Runden machen können. Haben wir jetzt wieder nur 3? Ich weiß gar nicht. Okay, Leute. Mufflord. Alexander, seid ihr bereit? Okay, los geht's. Gut, die stehen alle auf einer Seite. Das ist natürlich ganz nice. Im Movement. Hä? Wow. Oh, nein! Okay, ja, aber gestriffen! Moment, aber Mann. Gestriffen habe ich dich. Ja, und damit runtergeholt. Geil. Und der snipet die Leute weg. Also der fährt gar nicht. Ja, das macht natürlich Sinn, ne? Wir sind Schwund des Emma. Oh, das war wohl nichts, wa? Ja, der ein Glück, ey. Aber daneben dir stand ja auch noch einer. Der wurde nur gerade weggefetzt. Ja, ich wurde weggesnipert, geil. Ja, Red Stuffy 90, also nicht geil. Ganz der hat mich nämlich auch getötet. Ja, das ist nicht okay. Das ist nicht, die feine Englische, muss ich mal das sagen. Sind immer die Leute so, alle spielen richtig und einer muss wieder durchspielen. Der Muff-Muff-Effekt. Der weltberühmte Mafia. Ist der, aber der Dennis ist da oben irgendwie. Ne, ich bin tot. Ombre ist da oben. Ja.
Ja. Oh. Oh, der überlebt dann alles, ey. Ey, Alter, wie harscharf ich da vorbeigekleistert bin, aber den wenigstens hat der Benny. Der fällt. Wenigstens hat der Benny eine neue Friese bekommen, ne? Ja. Abrasiert. Abrasiert. Schöne Haarpracht, Benjamin. Bäh. Ja, Red Star auf jeden Fall der beste Spieler ist gerade. Warum habe ich da keinen Kill bekommen? Für. Ist unverschämt. Ah, das finde ich nicht cool, ey. Ärgert nee, dass mich. Man den Benny da runterschnabbelt und dann trotzdem keinen Kill kriegt, ist doch wirklich. Ja, das stimmt, ey. Das ist so ärgerlich, Mann. Benny, was sagst du dazu? Da raste ich ja aus, so. Also, geht ja gar nicht. Geht ja mal gar nicht. Ah, es geht noch weiter, scheinbar. Okay, Ben. Hündchen you ready? 4. Hündchen 4, Hunden ey. 4, ey. Crazy! Boah. Kennt ihr 4-3? Nee, was ist das? Ja? Ist okay. Ist okay. Okay, Dennis. Okay. Ich glaube, die Minigun ist in dem Fall wahrscheinlich, was ich an Waffen habe. Wahrscheinlich doch das Boah. Beste. Oder ein Lenkraketenwerfer, der nicht funktioniert. Vielleicht. Ey, der Mafuyo fährt hier mit mir, geil. Boah. Alter! Boah. Alter! Wie die Arsch aber mir vorbeiflattert. Der Benny, da kommt er. Oh Kleine. Mann, aus dem Auto geschossen. Man hat Boah. Echt keine Chance gegen die explosiven Sachen. Mal, okay, wie viel leben noch von den zwei? Lebt der Sarazar noch? Ja, ja, klar. Was denkst du von mir? Bist du jetzt im Auto oder in der Luft? Oh. Ah, ne, du bist im Auto. Ja, ja, okay. Ja, ja. Salazos. Okay, Ombre nimmt links. Ich nehme den rechten. Junge, ist Mühe! Nein! Hey, der Sarazar steht doch da! Ja, hey. Du hast mich nicht bekommen. Hey, ich dachte, du bist bei mir im Team. Nee. Hey, du warst doch gerade mit mir in einem Team. Dachte ich auch die ganze Zeit, aber wir waren nie in einem Team. Ach so, Sarazar. Ich verstehe auch wieso. Nein! Du bist jetzt ganz alleine auf dem Buddha. Ich musste da runterspringen, weil das Ding gefallen ist. Da bin ich immer auf die andere Seite und so voll mit dem Gesicht dagegen geplättert. Rundengewinner. Wer sich fragt, warum wir immer noch die hässlichen Heideltrautmasken von den Bergs anhaben, das liegt natürlich in der Valentinstag-Folge. Die gibt's aber ab der nächsten nicht mehr. Boah, ernsthaft, ey? In der nächsten Folge nicht mehr. Warum? Will keiner sehen da die Maske. Ja, die nächste Folge ist dann der Major übrigens dabei, statt dem Bronze, weil es handelt sich dabei noch die Voraus aufgenommen, die tatsächlich funktioniert haben. Hoffentlich. Kann sein, dass er mal ein Bild aussetzt oder so. Aber da habe ich mein Bestes gegeben, um die Dateien mit Recover sogar richtig zu recovern und alles. Das war eine Nachtaktion, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen. Man denkt ja als Let's Player mal, man nimmt eben auf, macht mal eben so, aber von wegen, ne, Leute? Er ist doch so. Manchmal ist echt der Wurm drin. Manchmal ist es einfach so eine Katastrophe, könnte man im Strahl kötzen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich keinen Lenkraketenwerfer am Start habe, aber hey. So. Boah, geil, das war Alter, Hitman. Alter, du hast mich richtig fast weggefetzt. Richtig Billard, Alter, war das, nee, Bowling, ja. Boah. Nice, Ben. Ich hole euch noch, ihr kleinen Spatzen. Ja, dann komm doch mal her, du kleines Biber-Zähnchen. Ja, ich hab doch schon ein, zwei, drei von euch weggesnappt. Probiert er's, probiert er's, der kleine Lobo. Hier, nein! Oh, ja, ich hab euch noch! Ich hab dich mit einer Haftbombe in der Luft weggefetzt, Alter. Ja, das hatte ich auch probiert. Ben? Hä? Selbstmord? Wieso was ist das denn? Den Ben hat noch erwischt, der oder? Ben hat eine Granate in der Hand gehabt und hat vergessen. Ach so. What? Nein! Geil, war das geil. Gut getiert, der Alex, Alter. Hat den Ben nicht so weggesnackt. Ey, aber das war gerade Masterpiece-Haftbombenwurf, Alter. Ich hab den Sarazar mit, ne? Warte mal. Ich merke nur, dass neben mir alles in die Luft fliegt. Ich dachte schon, ich bin tot. Oh, nur noch PN Mafio gegen den Alex. Komm her, Alex. Aktuell der Meister. Komm her, Alex! Hast du eigentlich noch lecker gehen, Dennis? Ja. Immer noch. Wie viel hast du noch von deiner Hose? Hör mal. Ja, so genau. Meine ist ja sonst nichts in der Hose, ne? Trifft ja gar nichts. Passt ja schon einiges rein. Oh, oh, oh. Nein! Boah! Oh, ich hab das überlebt, ey. Hochspannung. Ich hab den Shit überlebt. Freunde. Ich muss anders machen. Und da geht der Run weiter. Er geht weiter. Das war noch nicht das Ende. Ich muss was anderes machen. Ich bin gespannt, was er vorhat, der gute Mafuyo X, alias Dennis, alias Heideltraut, oh, also der Mann, kommst du nicht. Der die Armor-Maske immer anzieht. Ah, ich hab's schon mal geschafft, Ben, warte mal. Doch, doch, Ben, hast du gedacht, die alle rumrennen. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber so ist es auf jeden Fall ausgeglichen als nur mit den Miniguns, obwohl die Autos halt trotzdem immer gewinnen, ne? Da komm. Der Dennis könnte ja jetzt noch gewinnen. Ja, stimmt. Yes! Oh! Yes! Hat er auch. Yes! Half for the win, half Bomben for the win, Alter. Yo! Yo!
Ja, die Haftbomb-Idee hatte ich auch kurz, aber der wirft die nicht so weit, oder? Wie bist du musst wissen, wie. Du musst bist halt ganz wissen, vorne wie. Hingegangen und dann ganz oben. Guck mal, wer ist das denn da? Du musst ein Profi sein. Wer ist das denn da? Das sollte verboten werden. Jetzt sieht man nochmal, er hat nichts in der Hose. Ja. Ey. Hallo? Ey, cool, ich hab's so eigentlich gut geschrieben. Man nennt mich auch aber wir waren auch viel kleiner, guck mal, unser Team. Ey, aber egal, Mann, ich hab drei zerstört. Wir waren einfach mal sieben. Sieben waren die. Sieben, ja. Ja, sag jetzt mal, sagst du denn dazu? Okay, cool. Ey, dann geh ich jetzt nochmal in freien Modus und geb dir was auf den Sack. Ja, komm doch her, auf den Rand. Komm mal ran auf den Meter. Fünf Minütchen machen wir jetzt im Freien, oder? Komm ran auf den Meter da. Ich zieh mir jetzt nackt aus und mach einen auf freien Modus, ey. Ja, lässt du baumeln oder was, die Kiste? Ja, einmal schwingen den Ding. Schwing dein Ding. Schwing den Ding, schwingen den Ding. Freien Modus. Pelmer Fuji kommt auch im freien Modus. Ja, Pelmer Fuji. Da freue ich mich. Mufflord. Klaus Schwarz ist auch dabei. Der Mufflord. Dieser Bronze alle frei. Beard. Dann dieser Bronzebeard, ey. Was ist denn ein Spongo, ey? Der Bronzebeard ist ein Typ der Typs, ey. Richtig. Bronze, red doch mal wie so ein Mafia-Boss, Bronze. Ja, Dennis. Du willst ein Angebot. Nicht lustig. Tut mir leid, weil der Bronze ein bisschen leiser ist. Wir haben probiert, den zu kalibrieren, aber der ist ein scheiß Mikro, ey. Ja, ich bin auf dem U-Boot irgendwo unterwegs da. Kannst vergessen. U-360. Genau. Oh, Doctees. Atom-U-Boot. Leben auf dem Atombubbles. Ozean. Ich weiß noch nicht von einer schönen Yacht. Der Ben und ich, wir waren mal in Palast. Der Ben und ich waren mal in Köln unterwegs so in der Innenstadt und dann kam ein Radioteam zu uns von 1 Live und sagt dann so, ja, der BH wird 50. Was sagt ihr dazu? Und ich guckte den an und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich so, ja, was hat der Ben denn gesagt? Geil! Nee, was hat der Ben mal gesagt? Damit die Möppels auch, was, der Möppel halt, oder was hat er gesagt? Weil er meinte einen anderen Begriff für BH, genau. Und dann packt er da den Möppelhalter aus, ey. Aber lustig. Muss mal dabei gewesen sein, Mann, dann ist es lustig. So. Hammer, Dennis, Hammer. Ach so, das war jetzt schon der Witz. Halt die Klappe. Ja, verstehe. Also, wenn jemand Witze erzählen kann, dann Dennis, ne? Weißt du, ja, der hat auch schon mal bessere. Ja. Guck lieber wieder in einem Feuerwehrwitz zu vorlesen. Feuerwehrwitz zu vorlesen. Ja, also ich muss sagen, die Lobby hier, der Ladebildschirm, ist auf jeden Fall eine wunderschöne Erfindung von Rockstar Games. Mega. Ne? Ich frage mich halt, wo die Server stehen. In Lampukistan. Und die brauchen halt immer ein bisschen, um über den Atlantik zu kommen. Und, Pakistan, wo war das nochmal? Switch oder so, ne? Ja, genau. Da war doch, wo Antonio Rados steht. Die steht immer 7852 Kilometer entfernt vom eigentlichen Ort. Ach, ja, Pakistan. Obwohl die Antonio Rados habe ich höchsten Respekt vor. Fast so viel wie Benny. Ist echt so. Ja, Benny ist auch ein Kriegsreporter sehr oft. Benny ist ja wirklich, ich weiß nicht wenigstens, aber Benny ist halt auch eine Maschine, die seinesgleichen sucht, ja. Und er ist fast so schnell wie dieser Ladescreen hier, ey. Oh, er ist weg. Oh, yo. Benny ist aufgewacht. Der Benny hat auch einmal im Jahr seinen Höhepunkt, den Mummeltiertag. Oh, nee, jetzt sind wir ja alle aus ganz woanders, ne? Nee. Wo seid ihr denn? Ich bin bei der Militärstation. Ja, ich auch. Da in der Ecke. Ah ja, gut, ich sehe euch. Geil, dann kann ich euch nochmal in den Arsch treten. Ja, wo bist du denn? Zumindest. Ich glaube, das ist der Benny oder so. Wer kommt? Mal den McDonald's hier. Kommt der da mit seinem Family-Wagen, Alter? Kommt der? Seid ihr? Boah, was geht denn hier, ey? Oh. Hat sie selber die Luft gejagt? Ja, das musste sein. Musste sein. Ich hatte keine andere Wahl. Benny, okay. Wo bist du? Komm, Benny, steig ein, wir beide machen eine kleine Klassefahrt. Komm. Nee, jetzt wird gefeiert. Komm schnell, Ben, komm schnell, Ben. Komm schnell, komm, Ben. Ben, komm, komm. Bevor ich hab mal Magnum dabei, Mann. 45er. Nicht da. Ja, Mann. Oh, ja, Ben, wir fahren jetzt fuck. In den, wir ich fahren hab jetzt die Beine noch getötet, Ben, okay? Oder? Ja, ja, ganz knapp. Okay, Ben. Das ist ja romantisch, ey. Ja, ne? Letzte Zeit. Ich muss halt meine Klamotten wieder wechseln. Ne? Das hält ja keiner aus hier mit diesen ganzen hässlichen. Guck mal, Ben. Krach. Wir hätten da ein Kopfgeld. Der Alex, den will ich aber nicht töten. Das ist doch ein lieber Kerl, oder? Das hier? Ey, wo bist du denn, Ben? Aua! Boah, jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich, du Kleiner! Was? Der war schon nice, ey, der war schon nice, aber. Der Krieg ist hiermit offiziell eröffnet, ey. Alter, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Du schießt auf mich? Boah! Boah, kommt der Ben nicht mehr? Ich lass ihn da leben, ich lass ihn da leben, weil er folterungs ermordet! Was ist denn der Bonzo? Ey, Bonzo! Es gibt nur einen richtigen Lord in dieser Stadt. Und der bin ich. Das seid beide nicht ihr. Boah, Alter. Ja, komm her, Bronzo. Komm her, Bronzo. Da mal. Glaub's ja wohl nicht. Bronzi. Boah, Alter, da ist er. Jetzt bin ich aber beiden Seiten angeknallt, oder was?
Digga, was war denn da? Alter, wie die mich alle ficken wollen. Und dann kommt der Benny sich auch noch den Kill, weißt du? Drei greifen mich an. Und der Benny kommt von hinten, ey, wieder typisch. Ja, das ist das, was er kann. Das ist das, was er kann. Hinterhältig, ja. Hinterhältig und upgraden von Kills. So zum Beispiel. Alter! Ich bin gerade mal gespawnt, wähl mir eine Waffe auf. Respawn-Killer! Ey, du bist so ein kleiner Wichser. Echt, Ben, du schießt auf Leute, die auf dem Boden liegen. Ja, klar, hier. Aber schön im Arsch. So ein Typ bist du, oder was? Ich bin jetzt automatisch im Passiv-Modus irgendwie. Im Puffiv. Puffiv. Im Puff-Modus. Wie viele Spieler auch hier drin sind wieder, ey. Diese neuen Sessions sind echt heftig, ne? Diese 30er. Wo ist der Benno für, Mann, hä? Ich bin irgendwo in Nirvana gespawnt. Benno Führmann! Wo ist der Benno? Da. Schön, jetzt hat jeder gedacht, ich bin im passiven Modus. Alter, das Militär fährt mich an, ey. Hä? Ich bin immer noch im passiven Modus. Bin ich zu oft geschossen worden, oder was? Paff! Paff! Passiv! Was? Stirb! Hör auf! Hör auf! Ja, was war warum das denn? Warum hat der jetzt den Passivmodus deaktiviert? Das vielleicht hat es einen Moment gedauert. Hat dich der ultimative Terminator vernichtet, oder was? Ey, da bist du ja. Peter! Alle Sarazar töten, go! Alle Sarazar töten, ich habe ihn aber auch noch erwischt. Den Peter. Ich habe mich gerecht, mein Bein! Alle Sarazar töten, go! Okay. Wer Sarazar zuerst tötet, ist der beste Spieler der Welt. Alle Maul! Was? Alle Maul! Alter Maul! Ja, da hat er recht. Ey, Benny! Endlich mal einer, der es ausspricht. Alle Maul! Ich komme mit was? Wer hat mich da runtergejatzt? Das, nein, mit dem Ball rein! Ja, das Problem ist, dass mich auch alle angreifen, nur weil ich Sarazar bin, ey. Macht einfach zu viel Spaß. Ja, die lassen Mann, wieder vorbeilaufen, wer kriegt die auf den Sack? Ja, aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit GTA, oder? Sehe ich nicht. Ich stehe auf in diesem Spiel. Doch, nee, nächste Folge geht's weiter. Nächste Folge haben wir noch aufgezeichnet, da ist ja noch was da. Ja, also, hey, Peter, liebe Freunde. Peter, du alter Pipi-Mann. Schaltet ein. Mal rein hier. Nee, das ist mir zu doof. Ich brauch was anderes. Brauchst du was hier. Zack. Ich möchte gerade der dritte Tschüsschen. Weltkrieg aus, aber sonst. Tschüsschen. Tschüsschen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Und möge der Benny mit euch sein. Bam. Boah. Du, ach, was war das?